1. Januar. Die neue Reiseverordnung erhitzt in beiden deutschen Staaten die Gemüter. Die Gesetze schließen viele Ostdeutsche von den Westreisen aus. Selbst diejenigen, die fahren dürfen, sind verbittert. Wir sind eigentlich sehr enttäuscht von dieser neuen Reiseverordnung. Wir sind gemeinsam schon, also mit meinem Mann, mehrfach in der Bundesrepublik gewesen. Er ist diesmal nicht dabei? Dieses Mal wurde es abgelehnt. Nach den neuen gesetzlichen Bestimmungen. Und mit welcher Begründung? Es wäre keine Verwandtschaft mehr. Voriges Jahr und vor Jahren war das eben ein Onkel gleich, ob für Ehepartner oder nicht. Und dieses Jahr ist es kein Onkel mehr. Wer keine Verwandten hat und in den anderen Teil Deutschlands will, dem bleibt nur der Ausreiseantrag oder der Weg in die ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin. Die Tagesschau am 9. Januar. Die Lage in der ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin hat sich zugespitzt. Schon seit einer Woche harren hier 4 DDR-Bürger aus und heute sind, wie inzwischen bestätigt wurde, mehr als 5 Menschen hinzugekommen. DDR-Anwalt Vogel hat zumindest für die ersten 4 ein Mandat übernommen. Die DDR-Behörden haben heute nach Bekanntwerden der Besetzungsaktionen die Kontrollen verschärft, aber keine zusätzlichen Polizeikräfte zusammengezogen. Die Hoffnungen der DDR-Deutschen, dass mit den neuen Reisegesetzen der eiserne Vorhang ein wenig durchlässiger wird, zerschlagen sich dann endgültig. Erich Honecker hält Ende Januar an seiner Mauer fest. Sie wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind. Das ist schon erforderlich, um unsere Republik vor Räubern zu schützen, ganz zu schweigen vor denen, die gern bereit sind, Stabilität und Frieden in Europa zu stören. Ende Februar, Lothar Späth bei Honecker. Der Parteichef erklärt dem Gast aus dem Westen, dass die Reiseregelungen locker gehandhabt werden. Späth rückt aber ein anderes Thema in den Vordergrund, die Todesschüsse an der Mauer. Denn zur gleichen Zeit findet eine Trauerfeier für den 20-jährigen Chris Geffroy statt. Beim Versuch, über die Mauer in den Westen zu flüchten, wurde er erschossen. Der Generalsekretär hat mir gesagt, er sei für bestimmte Meldungen in der Bundesrepublik, die könne er nicht verantworten. Er habe den Vorfall überprüfen lassen und er sagte mir gegenüber, der Verteidigungsminister Kessler habe erklärt, es gäbe keinen Schießbefehl an der Mauer, eine Formulierung, die er vor 2 Jahren so nicht gewählt hätte. Frühjahrsmesse in Leipzig. Für den ersten Mann im Staat wird nur noch in der ersten Reihe geklatscht. Auf Handzeichen. Die Mehrheit der Bevölkerung will Veränderungen. Einige gehen dafür auf die Straße. Die Tagesschau am 13. März. Vor 2 Stunden in Leipzig. Etwa 500 Bürger protestieren nach dem Friedensgebet in der Nikolaikirche gegen die Zustände im Staat. Unter ihnen viele Ausreiseantragsteller. In Flugblättern erklären sie ihre Motive. Die Ausreisewelle sei ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Zustände, heißt es, gekennzeichnet durch Stagnation in Politik, Wirtschaft und Kultur. Sie beklagen die Erziehung zu Duckmäusertum von Kindesbeinen an. Sie beklagen die Angst vor kritischem Auftreten, weil das Eintreten für gesellschaftliche Probleme und Reformen zu erheblichen Nachteilen in Beruf und selbst im Privatleben führt. Aber die Angst wollen sie überwinden. Sie erfahren von den Passanten Mut und Zuspruch, aber auch Kopfschütteln. Sie rufen, schlagt sie raus, mehr um sich Mut zu machen. Denn Polizei und Staatssicherheit begleiten massiv den Demonstrationszug, der von der Nikolaikirche zum Alten Rathaus führte. Ende März sucht die Opposition den Weg in die Medien. Das ZDF-Magazin Kennzeichen D sendet ein Amateurvideo mit Rolf Henrich. Als erster verurteilt der Rechtsanwalt die neuen Reiseregelungen öffentlich. Nach meiner Auffassung bestätigen diese Gesetze eher die Tatsache, dass die DDR ein vormundschaftlicher Staat ist,
als dass sie irgendwelche Zweifel aufkommen lassen. Wenn man vor diesem Hintergrund einmal prüft, wann wir ausreisen dürfen, wann wir überhaupt reisen dürfen und wohin, dann wird man sehr schnell feststellen, dass wir nach den von Ihnen genannten gesetzlichen Bestimmungen ohne besondere Gründe insgesamt nur in 8 Länder der Welt reisen dürfen. In 8 Länder, man muss sich das konkret vorstellen, Mitglied der UNO sind bereits über 150 Staaten. Wir sollen nur in 8 Länder reisen dürfen. Das nenne ich wohnhaft, wohnhaft aber bitte schön als Substantiv. 7. Mai, Kommunalwahlen. Umrahmt mit großen Reden und Volksfesten. Herzlichen Glückwunsch, Herr Möbel, an alle Mitglieder der Heilsgemeinschaft und weiterhin alles Gute. Millionen Wahlberechtigte sollen ihre Stimme abgeben, natürlich für die Einheitsliste der Nationalen Front. Das einzig Interessante, wie viel Prozent von den angestrebten 100 fehlen werden. Im Höchstfall können die Namen auf der Liste durchgestrichen werden. Eine andere Wahl hat man nicht. Wie viele haben denn heute schon die Kabine benutzt? Ja, also ich kontrolliere das nicht, aber prozentual gesehen, sie konnten sich selbst davon überzeugen. Ich nehme an, nicht mehr als 2-3%. Das Ergebnis ist reine Formsache. Der oberste Wahlleiter. Wir haben alle Gelegenheit gehabt, uns anhand der Protokolle davon zu überzeugen, dass die Kommunalwahlen im 40. Jahr der Deutschen Demokratischen Republik entsprechend der Verfassung unseres Landes, den entsprechenden Beschlüssen des Staatsrates und dem Wahlgesetz verlaufen ist. Etwas ist doch anders bei dieser Wahl. Bürger überwachen die Auszählung der Stimmen. Ich habe selber an der Auszählung teilgenommen. Und meiner Meinung nach ist es wirklich etwas Neues geschehen. Bisher waren die Wahlen immer Kundgebungen der allgemeinen und breiten Zustimmung zur Politik von Staat und Regierung. Zumindest wurden sie unwidersprochen öffentlich so verkündet. Diesmal ist es dazu gekommen, dass massenweise, dass Tausende von Menschen in den Wahllokalen präsent waren, als die Stimmen ausgezählt wurden. Sie haben diese Stimmenauszählung verfolgt, haben sozusagen der Macht auf die Finger geschaut und haben die Ergebnisse zusammengetragen und verglichen mit den öffentlich bekanntgegebenen und haben eben feststellen müssen, dass ihr Verdacht, den sie ohnehin schon hatten, nämlich dadurch, dass sie diese Auszählung beigewohnt sind, haben, dass dieser Verdacht bestätigt hat und dass die Ergebnisse, die Sie festgestellt haben bei der Auszählung, nicht übereinstimmen mit den öffentlich verkündeten. Die Differenz zwischen den offiziellen Zahlen und den tatsächlichen Ergebnissen beträgt in manchen Orten bis zu 10%. Die Konsequenz? Strafanzeige. Auch ich habe eine solche Anzeige erstattet. Ich erhoffe mir dadurch eine Offenlegung der wirklichen Wahlergebnisse und eine Bestrafung der Schuldigen. Auch wenn die uns bekannten Zahlen an den bestehenden Machtverhältnissen nichts ändern, so stellen sie doch einen Glaubwürdigkeitsverlust der Verantwortlichen dar. Sollte der Staatsanwalt nichts gegen die Wahlverfälschung unternehmen, wäre das eine erhebliche Einbuße an Rechtsstaatlichkeit. Das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking, Anfang Juni. Die DDR-Regierung nutzt die Bilder aus Peking im eigenen Land als abschreckendes Beispiel. Auf einer Volkskammertagung wird die blutige Niederschlagung des chinesischen Aufstands ausdrücklich gebilligt. Die Abgeordneten der Volkskammer stellen fest, dass in der gegenwärtigen Lage
die von der Partei und Staatsführung der Volksrepublik China beharrlich angestrebte politische Lösung innerer Probleme infolge der gewaltsamen, blutigen Ausschreitungen verfassungsfeindlicher Elemente verhindert worden ist. Infolgedessen sah sich die Volksmacht gezwungen, Ordnung und Sicherheit unter Einsatz bewaffneter Kräfte wiederherzustellen. Außerdem wird Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros, nach Peking geschickt, um solidarische Verbundenheit zu demonstrieren. Der Kommentar des DDR-Fernsehens: Jiang Zemin informierte seinen Gesprächspartner über die Beschlüsse der 4. ZK-Tagung, die Maßnahmen der Partei zur Stärkung ihrer Reihen, zur Verbesserung der politisch-ideologischen Arbeit sowie zur Normalisierung der Situation. In diesem Zusammenhang würdigte er die solidarische Haltung der SED und der DDR zu den Schritten der Kommunistischen Partei Chinas bei der Niederschlagung des Aufruhrs und bei der Rückkehr zu einer kontinuierlichen Arbeit beim Aufbau des Sozialismus. Der Generalsekretär dankte für das tiefe Verständnis und die Unterstützung der DDR in dieser Zeit der Prüfungen, in der man seine wahren Freunde erkenne. Filme und Reportagen aus China werden in diesem Monat jetzt täglich im DDR-Fernsehen gezeigt. Mit eindeutiger Tendenz. Hier Meinungen von Pekinger Bürgern, die mit eigenen Augen die Verbrechen der Aufrührer gesehen haben. Ich meine, diese Verbrecher mussten mit aller Härte zurückgeschlagen werden. Es waren üble Kerle, die sich den Soldaten der Volksbefreiungsarmee in den Weg stellten. Es ist richtig, dass gegen sie hart vorgegangen wurde. Für Egon Krenz haben die Westmedien die Wahrheit verdreht. Darf ich Ihnen raten, sich noch mal genau die Bilder anzuschauen, die Sie gesendet haben, und den Text zu vergleichen, den Sie ebenfalls gesendet haben? Sie werden dann einen Widerspruch feststellen. Dieser Widerspruch besteht nämlich darin, dass in Peking etwas getan worden ist, um Ordnung wiederherzustellen. Trotz der unverhüllten Drohungen mit dem chinesischen Beispiel gehen einen Monat nach den Wahlen mehrere Gruppen in Berlin auf die Straße. Die Stasi versucht, Filmaufnahmen zu verhindern. Die Bürgerrechtler wollen im Staatsrat mit einer Eingabe wegen Wahlfälschung protestieren. Wir sind erschrocken über die beobachteten Unstimmigkeiten bei der Auswertung der Wahl. Wir sind beunruhigt über das Übergehen von Eingaben und Einsprüchen. Auch diese Eingabe wird nicht beantwortet. Den Bürgerrechtlern bleibt nur der öffentliche Protest. Der 7. in jedem Monat wird zum Demotag. Ein Bericht des ZDF aus Ost-Berlin. Die Gruppe Mündige Bürger hatte für heute zum friedlichen Protest gegen das amtlich verkündete Ergebnis der Kommunalwahlen vom 7. Mai aufgerufen. Die Gruppe wirft dem Staat Wahlfälschung vor. Stasi und Polizei kontrollierten junge Leute. Zu ihrem Einsatzbefehl gehörte offensichtlich die Order, Filmaufnahmen mit allen Mitteln zu verhindern. Das ZDF-Team wurde abgedrängt, zunächst mit kleineren Rempeleien, schließlich so eingekeilt, dass wir uns kaum noch bewegen konnten. Dann schlugen sie kräftiger zu, Tritte, Fausthiebe, Stöße in die Nieren. Um weitere Filmaufnahmen zu stoppen, sprühte ein Stasi-Mann Lack auf unsere Kamera. Weitere Attacken. Die Polizei schaute lange unbeteiligt zu, verhinderte zwar eine Eskalation, weigerte sich jedoch, Personalien der Angreifer festzustellen. Anfang Juli. Evangelischer Kirchentag in Leipzig. Aufforderung an die Jugend, die DDR nicht zu verlassen. Das Bleiben ist eine nationale Aufgabe. Denn auch hier ist ein Stück Deutschland. Allein in Leipzig will nach Schätzungen jeder fünfte Jugendliche in den Westen. Beim offiziellen Kirchentag vermissen viele junge Leute den Widerstand gegen den Staat. Deshalb organisieren sie einen Gegenkirchentag. Ein Thema steht dabei ganz oben auf der Tagesordnung: die Flucht über Ungarn. Denn dort hat man damit begonnen, Löcher in den eisernen Vorhang zu schneiden. Aber von denen, die es Anfang des Sommers versuchen, schaffen es nur wenige. Das ungarische Grenzregime ändert sich nur langsam. Wer an der Grenze aufgegriffen wird, für den gibt es als Ausweg nur noch die Flucht in die bundesdeutsche Botschaft in Budapest. Die Tagesschau am 4. August. Heftige außenpolitische Korrekturversuche in Budapest.
DDR-Flüchtlinge in Ungarn haben vorläufig keine Chance, als Asylbewerber anerkannt zu werden. Eine bittere Nachricht für die 160 DDR-Deutschen in der bundesdeutschen Botschaft und im Konsulat. Hier wird der Platz immer enger, immer mehr DDR-Touristen entschließen sich zur Flucht. Sie fürchten, dass Staatschef Honecker die Grenze zu Ungarn im September schließt. Ost-Berlin hat die Ungarn heute früh unter Druck gesetzt und an bestehende Verträge erinnert, Auslieferung von DDR-Flüchtlingen. Die Budapester Reformpolitiker aber stehen zur UNO-Flüchtlingscharta, eine gefährliche Gratwanderung im Warschauer Pakt. Die Botschaft wird wegen Überfüllung vorübergehend geschlossen. Trotz der fast aussichtslosen Lage bleiben die meisten hier, hoffen auf eine Entscheidung. Wir warten hier alle und werden sehen, was sich entscheidet. Wir können auf jeden Fall nicht zurück und das wissen wir alle und wir haben uns das vorgenommen und dazu stehen wir und wir bleiben hier. Solange wir eben warten müssen, werden wir warten. Auf jeden Fall gehen wir nicht zurück in die DDR. Der Staatschef zeigt sich davon unberührt. Im Erfurter Kombinat Mikroelektronik lässt er sich einen 32-Bit-Mikroprozessor überreichen. Obwohl es diese Technik im Westen schon lange gibt, ist dieser Chip für ihn ein politischer Sieg, mit dem er die Überlegenheit des Sozialismus demonstrieren will. Der Sozialismus, liebe Freundinnen und Genossen, ist die einzige Gesellschaftsordnung, in der der Mensch Mensch sein kann, in der menschliche Arbeit und Initiative nicht missbraucht werden, sondern zum Wohle des Menschen wirksam wird. Doch der real existierende Sozialismus sieht anders aus. 16 Jahre warten auf einen Trabant. Schlange stehen nach alltäglichen Kleinigkeiten. Ostgeld, mit dem man kaum etwas anfangen kann. Das Lohn-Preis-Verhältnis, das haut nicht mehr hin, ist meine Meinung dazu. Ich würde sagen, Vitamine fällt bei uns nicht, bei uns fällt Westgeld. Und wenn wir das haben, kriegt man alles. Das sieht's nämlich aus. Die Wirtschaft steckt schon seit Jahren in der Krise. Nur wenige Betriebe können auf dem internationalen Markt mithalten. Die meisten sind abgewirtschaftet und marode. Wie hier eine Schälküche auf der Insel Rügen. Wenn man sich so umguckt, hat man den Eindruck, dass sich 20 Jahre lang nichts getan hat. In 20 Jahren ist zweimal vorgerichtet worden. Zweimal. Und dann sehen Sie ja, brauchen ja bloß hochgucken, dann sehen Sie, es ist bloß auf den Dreck drauf geschmiert worden. Und ich habe ja neulich schon gesagt, wenn es draußen nicht schneit, schneit es bei uns dran. Dann kann ich mir vorstellen, dass Sie sich in dieser Zeit doch häufiger beim Konsum beschwert haben über die Arbeitsbedingungen. Wie haben denn da die Verantwortlichen drauf reagiert? Immer nur mit Aufschreien. Großen Zettel und Spitzenleicht. Und trösten. Es wird, Sie kommen, Sie machen. Ja. Mhm. Und das war alles, dabei blieb es ja dann auch. Die reale Produktivität steigt kaum noch. Der Sozialismus schreitet nur auf dem Papier in eine bessere Zukunft. Ich habe nichts gegen unseren Staat. Es ist ja nur mein Staat, wo ich arbeite und lebe. Ich habe nichts gegen Genossen Honecker und gegen unsere Regierung. Bloß ich vertrete auch die Meinung, dass der Genosse Honecker manchmal vielleicht nicht weiß, was in den unteren Betrieben, was hier manchmal gemacht wird. Dass er praktisch seine Berichte nach oben kriegt, wo alles in Ordnung ist und wo alles sauber und ordentlich diktiert ist und sauber aufgeschrieben ist, damit gar keine Fehler entstehen. Und in Wirklichkeit sieht es hier unten ganz anders aus. Unter der miserablen wirtschaftlichen Situation leiden nicht nur die Menschen. In Leipzig, einer dem Verfall preisgegebenen Stadt, wagt sich das Kabarett Die Pfeffermühle ein Stück weit vor. Nun steht auch unserem Leipzig ein Geburtstagsfest ins Haus. 825 wird's und so sieht's ja auch aus. Und weil wir uns bei Zeiten auf Feiern vorbereiten, wird unser Glückwunsch wohlbedacht, wird unser Glückwunsch heute von uns dargebracht, dass das Rathaus ihn erhält, bevor es zusammenfällt. Mitte August. In Budapest beginnt man außerhalb der Botschaft, Unterkünfte für die immer zahlreicher eintreffenden DDR-Deutschen einzurichten.
Für diejenigen aber, die eine Flucht an der Grenze wagen, wird die Situation immer unübersichtlicher. An einigen Stellen sind die Wachtürme verlassen. An anderen haben die Flüchtenden keine Chance, auf die österreichische Seite zu gelangen. Glücklicherweise liefert die ungarische Regierung sogenannte Grenzverletzer nicht mehr an die DDR aus. Am 19. August paneuropäisches Grenzpicknick in der Nähe von Sopron. Hier ist bei der gemeinsamen Veranstaltung von ungarischen Oppositionsgruppen und Pan-Europa-Union der immer noch weitgehend geschlossene eiserne Vorhang für kurze Zeit offen. Über 900 DDR-Deutsche fliehen nach Österreich. An den darauffolgenden Tagen ziehen an der gesamten ungarischen Grenze wieder Soldaten auf. In den mittlerweile überfüllten Lagern sinkt die Hoffnung auf eine schnelle Lösung. Ich wollte mit meinem Kumpel heute Nacht die grüne Grenze zu Österreich passieren. Und wegen da uns die Polizei wiederum geschnappt hat, sind wir seelisch total am Ende. Und haben keine andere Möglichkeit gesehen, als das Lager aufzusuchen. Und ich glaube, es für alle Gespräche, wir sind alle in der Hoffnung, dass uns irgendeiner hier rausholt. Andere haben Glück. Ein Fluchtbericht des Bayerischen Rundfunks. 5 Kilometer sind es von hier bis nach Mörwisch, dem nächstgelegenen österreichischen Ort am Horizont. Ein Weg der Hoffnung. Doch auch ein Weg der Enttäuschung und der Tränen. Seit hier kürzlich der rostige Stacheldraht des eisernen Vorhangs fiel, scheint der Weg frei zu sein für eine deutsch-deutsche Massenflucht. Wenn da nicht Soldaten wären, mit dem Befehl, die fliehenden Menschen aufzuhalten. Die Gruppe, die wir begleiteten, musste es dramatisch miterleben. Plötzlich stürmen Soldaten heran. Warnschüsse aus Kalaschnikow-Gewehren. Doch es gelingt unserem ungarischen Kameramann, die beiden Grenzsoldaten zur Barmherzigkeit zu bewegen. Sie lassen die Flüchtlinge weiterlaufen. Mehrere tausend DDR-Deutsche erreichen trotz aller Unberechenbarkeiten Ende August Österreich. Für die meisten ist die erste Anlaufstation die Bundesdeutsche Botschaft in Wien. Ihr seid alle zu viert rüber? Ja, zu viert. Und war starke Kontrolle? Nee, wir haben keinen gesehen. Wir haben 1,5 Stunden haben wir gebraucht, haben wir uns Zeit gelassen und immer zwischendurch in den Graben rein und geguckt, ob jemand kommt oder so. Nichts, gar nichts gesehen. Und was ist jetzt für ein Gefühl? Super. Noch nicht richtig aufgefasst. Noch sind wir nicht hier. Die DDR-Medien schießen jetzt massiv gegen den Westen, wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Es ist der Pfarrhof der katholischen Kirche Szukliget im Stadtteil Buda. In diesen Uniformen des ungarischen Malteser Hilfsdienstes stecken Diplomaten und Konsularbeamte der BRD, die meisten speziell aus Bonn eingeflogen. Und sie tun hier Dinge, die weit über den Status von Diplomaten hinausgehen. Alles ist militärisch organisiert. Anmeldung, Essenausgabe. Nachrichtendienstliche Befragung und Ausgabe von BRD-Pässen erfolgen in den Hinterzimmern der Kirche. Auch Journalisten aus der BRD spielen im Budapester Szenario ihre abgestimmte Rolle. Am 7. September gegen Mittag zählen wir am Lager Szukliget über 100 westliche Presseleute, die meisten aus der BRD, darunter Vertreter aller Fernsehanstalten, seit Wochen in Budapester Hotels einquartiert. Storys werden hier gekauft. Hysterie im Lager geschürt. Ein richtiger Krieg wird inszeniert, ein Medienkrieg gegen die DDR. Reporter der Bild-Zeitung bieten Fluchthelfer als Interviewhonorar. Im Hotel Bartok mieten sie 45 Betten für DDR-Bürger, die sie zur Ausreise mit hohen Summen eingekauft haben. Dem Kommentator Karl Eduard von Schnitzler gelingt das Kunststück, die Massenflucht klein zu rechnen. Die vorgeblichen Massen, um die es sich angeblich handelt, stellen im Kreise der Urlauber keine 2% dar. Im Gesamtmaßstab unserer 18,6 Millionen Einwohner gerade mal 1,15%. 98% treue Staatsbürger. Die würden Bonn und Bild sich in der BRD gerne wünschen, aber man veranstaltet eine Wüste.
Hetze und versucht Panik zu schüren wegen nicht einmal 2%. Anfang September. Viele von denen, die in der DDR geblieben sind und auf eine legale Ausreise warten, gehen weiter auf die Straße, vor allem in Leipzig. Die Opposition beginnt sich zu organisieren. Circa 30 Regimekritiker gründen am 10. September in diesem Haus bei Berlin das neue Forum. Kameras sind nicht dabei. Katja Havemann erinnert sich. Bärbel Bohley, der Rolf Henrich und ich, wir hatten zum 9. und 10. September die Gründungsmitglieder des neuen Forums hierher nach Grünheide eingeladen. Da war uns noch nicht klar, dass es das neue Forum wird, aber uns war schon längere Zeit klar, dass es höchste Zeit ist, den Versuch zu machen, eine legale Vereinigung, politische Vereinigung zu etablieren in der DDR. Und die Leute, die wir eingeladen hatten, die waren so mündlich benachrichtigt worden oder so. Also es war noch in dem Sinne vorbereitet, dass es nicht verhindert werden sollte durch die Staatsmacht, Staatssicherheit, wie auch immer. Das klappte auch sehr gut. Die Leute kamen aus allen Teilen der DDR und waren uns größtenteils durch frühere Zusammenhänge in der Friedens- oder Ökologiebewegung bekannt. Und wir haben uns ausgetauscht, welche Form so eine politische Vereinigung zu diesem Zeitpunkt haben sollte und kamen relativ schnell überein, dass es nicht sinnvoll wäre, in dieser Situation, die damals bestand, in politisches Programm oder in ausgetüftelte Ideologie da vorzulegen. Es kam darauf an, dass diese wirklich erstarrten und unerträglichen Verhältnisse in der DDR in Bewegung geraten. Am Abend des 10. September die erlösende Nachricht aus dem Fernsehen für die DDR-Flüchtlinge in Ungarn. Im Wesentlichen geht es darum, dass die DDR-Bürger in Ungarn mit ihren eigenen DDR-Papieren reisen können in das Land, das sie aufnimmt. Dies tritt ab 0 Uhr heute Nacht in Kraft. Die in DDR passieren, das Land verlassen. Noch in der Nacht packen Tausende ihre Sachen und fahren zur Grenze. Sind der erste Trabi hier an der Grenze? Hallo. Flüchtlinge aus der DDR, die kein bestimmtes Ziel in der Bundesrepublik angeben können, werden sind sie Vollgas gefahren. Wir haben immer gedacht, hoffentlich hält unser Auto durch. Was ist das für ein Gefühl jetzt hier? Sehr gutes. Alles gesprochen, wirklich gutes. Hatten Sie lange Zeit Zweifel, dass das klappen würde, oder waren Sie immer sicher, es würde klappen? Wir waren eigentlich immer ein bisschen optimistisch. Wann wäre denn so der Punkt gekommen, wo Sie gesagt hätten, wir versuchen eine Flucht, hätten Sie es überhaupt gemacht? Wir haben das nicht versucht, weil wir ein kleines Kind dabei haben und das war uns zu gefährlich. Obwohl wir auch gehört haben, dass viele mit kleinen Kindern das geschafft haben. Ne? Am Morgen treffen die Ersten in der Bundesrepublik ein. Hier hat man sich seit einigen Tagen auf eine Massenflucht vorbereitet. Niemand wusste, wie und wann die ungarische Regierung die Grenze öffnen würde. Trotz der Erleichterung ist manchem schwer ums Herz. Es ist schon ein Eingang. Man weiß nicht, ob man sich freuen soll oder ob man deprimiert sein soll. Einerseits freut man sich und wie gesagt, andererseits sind die Freunde, die Eltern, sind alle zu Hause. Und das ist schon, glaube ich, es wird schon schwer, der Anfang zumindest.
An diesem Septembertag ist auch ein offizieller DDR-Bürger im Westen. Haben Sie die Absicht, auch mit jungen Leuten, die jetzt in die Bundesrepublik gekommen sind, zu sprechen? Sprechen Sie doch damit. Die hatten doch Möglichkeiten, mit mir in der DDR zu sprechen. Ja. Sie haben sie doch in ihre Obhutspflicht genommen. Dann sprechen Sie doch mit ihnen. Ja. Das habe ich mit diesen Leuten zu reden. Die sind doch raus aus der DDR. Und Sie haben die Obhutspflicht für sie übernommen. Sie meinen, Sie können das, Sie dürfen das. Dann sprechen Sie mit denen. Sie können es auch gut. Herr Tisch, Sie sind ja auch Politbüro-Mitglied. Sie sind ja auch Mitglied des Staatsrates. Machen Sie, ja, ich bin vieles, sicherlich. Machen Sie sich denn Gedanken über die Unzufriedenheit der Werktätigen in der DDR? Wissen Sie, wir machen uns über alles Gedanken. Vor allem darüber, wie man die zu Hause schon auf den Koffern Sitzenden erfolgreich abschrecken kann. Ein Beispiel aus dem DDR-Fernsehen. Das wahre Gesicht wurde deutlich, weil in den Lagern alles so bestens präpariert war, dass viele der vielen Armen hier ihre Freude gehabt hätten, wären sie nur in die Lager gekommen. Entsprechende Meldungen, wie zum Beispiel eine durchschnittliche Verweildauer in Lagern von 3 Jahren, wurden sogar unterdrückt. Jetzt erst, wo die Verführer die Verführten im Lande haben, ist dergleichen publik gemacht worden. Und wer von den Eingereisten darüber ins Grübeln gerät, dem haben Beamte, wo immer sie können, den Weg zurück zu verbauen versucht. Erst in Budapest und dann in den Lagern. Und wurde allen gesagt, dass im Falle einer Rückkehr mehrere Jahre Gefängnis warten. Die aktuelle Kamera greift auf altes Vokabular zurück. Dieser Coup aus der BRD ist weder eine zufällige noch eine vereinzelte Aktion. Er ist Bestandteil des Kreuzzuges des Imperialismus gegen den Sozialismus insgesamt. Wobei für die einzelnen sozialistischen Bruderstaaten von Berlin bis Peking jeweils spezielle Rezepte verordnet werden. Mitte September. In der bundesdeutschen Botschaft in Prag haben mehrere hundert Ostdeutsche Zuflucht gesucht. Viele von ihnen versuchten nach Ungarn zu kommen. Da sie kein gültiges Visum hatten, schickten die tschechoslowakischen Grenzpolizisten sie wieder zurück. Die Flucht in die Botschaft bleibt für die meisten der einzige Ausweg. Wir hatten einen gültigen Personalausweis mit der Aufenthaltsdauer von 10 Tagen. Das wäre am Dienstag am kommenden Dienstag erst abgelaufen. Man hat uns aber gleich einen zweiten Tag festgenagelt, weil wir uns in der Nähe von der Grenze aufgehalten haben. Auf der Straße. Wir wurden festgenagelt, 5 Stunden hat man uns festgehalten, die Personalausweise weggenommen, haben uns einen Stempel reingedrückt, dass wir bis 18.30 Uhr die DDR zu verlassen haben, in die DDR zurückzukehren haben. Und man hat in unserem Beisein telefoniert, dass wir auf der anderen Seite empfangen werden. Nach einem Gespräch mit dem ostdeutschen Anwalt Wolfgang Vogel ist die Hälfte der Botschaftsbesetzer bereit, in die DDR zurückzukehren. Gegen das Versprechen, dass sie keine Verfolgung zu erwarten haben, steigen sie in die Busse. Die anderen bleiben. Sie können jetzt versprechen, was Sie wollen. Wir glauben an nichts mehr, was die Kommunisten uns versprechen. Es ist vorbei. 4,5 Jahre haben sie uns hingehalten und immer wieder hingehalten und verschaukelt. Wir sind unmündig. In der DDR wird am 22. September die Reformbewegung Neues Forum verboten. Sie hatte in 11 der 14 Bezirke ihre offizielle Anerkennung beantragt. Das DDR-Regime begründet das Verbot im neuen Deutschland unter der Überschrift Pluralismus, was ist gemeint? Schließlich gibt es doch bereits Interessenvertretungen für Briefmarkensammler, Hundehalter, Bücher und Rosenfreunde. Den Gründungsmitgliedern des neuen Forum drohen jetzt Haftstrafen bis zu 10 Jahren. Der Staat setzt auf Härte. Trotzdem gehen die Menschen auf die Straße. In der bundesdeutschen Botschaft in Prag warten Ende September 4.000 Flüchtlinge auf eine Entscheidung. Ich meine, das kann nicht so weitergehen, was hier gespielt wird. Hier sind katastrophale Zustände. Eine Frau hat ein Kind entbunden gestern und sind keine ärztlichen Medikamente da. Ein Arzt steht zur Verfügung. Es muss hier eine Lösung getroffen werden. Unbedingt. Wir halten das hier nicht mehr aus.
Am Abend des 30. September im Hof der Botschaft. Um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise. Auch in der Warschauer Botschaft, in der über 800 Menschen Zuflucht suchten, hat an diesem Abend das Warten ein Ende. Mit Zügen der Deutschen Reichsbahn müssen die Flüchtlinge noch einmal durch die DDR fahren. In der Bundesrepublik werden sie mit herzlichem Beifall empfangen. Endlich Freiheit! Wunderbar! Es wurde viel für uns getan. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sind. Und wir sind gestern früh um 9 über den Zaun und dann raus. Drei Kinder. Nicht allen Bundesbürgern gefällt die Ankunft von Zehntausenden Übersiedlern und Flüchtlingen. Sie haben Angst vor der neuen Konkurrenz auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt. Dazu zwei prominente Kabarettisten aus Ost und West. Ja, ich komme aus der DDR und... Du musst da reinsprechen, sonst versteht ja keiner, dass du aus der DDR kommst. Ja, aber ich wollte andererseits auch nicht stören. Mich stören? Nein, also wenn du nicht hier bleibst, ist egal. Dann störe ich keinen. Nein. Das ist ulkig, das hat sich ein bisschen geändert. Nicht? Wenn ich früher sagte, ich komme aus der DDR, dann sagten mir mal alle, oh, du gehst ja nicht wieder zurück, ne? Heute ist es viel freundlicher. Heute sagen sie, aber du bleibst ja nicht etwa hier. Was? Das ist doch... Es gibt aber auch Besucher aus der DDR, die aus familiären Gründen nicht im Westen bleiben können. Würden Sie uns erzählen, mit welchen Gefühlen Sie zurückfahren in die DDR? Nein, das möchte ich nicht. Schissen geht's. Ich habe eine Tochter von 5 Monaten zu Hause geblieben. Mein Mann ist da und geht nicht. Die können Sie natürlich nicht alleine lassen. Nee, kann ich nicht. Wenn ich hier mir gerade den Artikel ansehe, den Sie gerade lesen, dann weiß ich auch, woran Sie denken. Ich will auch nicht wieder zurückfahren. Ich kann mal nicht. Wären Sie gerne geblieben? Na ja, sicher. Meine Frau und mein Kind ist ja auch zu Hause. Geht die nicht. Die kriegen ihn nach. Anfang Oktober. Erneut stürmen vor allem junge Familien die Prager Botschaft. Die DDR-Führung reagiert auf die erneute Besetzung der Botschaft und setzt den visafreien Verkehr in die Tschechoslowakische Republik außer Kraft. Ohne Genehmigung kann man die DDR nicht mehr verlassen. 6. Oktober. Erich Honecker erwartet Michail Gorbatschow, der zum 40. Jahrestag der DDR anreist. Der Staats- und Parteichef gut gelaunt. Ziemlich nah. Ja. Können Sie uns davon verlassen? Die Totgesagten leben lange. Herr Honecker, wie fühlen Sie sich denn heute Morgen? Na, ausgezeichnet. Denn solch hohen Gästen. Ich fühle mich wie in Berlin heute. Was werden Sie mit dem Herrn Gorbatschow besprechen? Ja. Das möchte ich gerne wissen, ja. Der Mann aus Moskau, der mit Glasnost und Perestroika den gesamten Ostblock verändert hat, zu Gast bei Honecker, der die Zeichen der neuen Zeit nicht wahrhaben will. Trotzdem, beide demonstrieren Eintracht. So fühlt sich Honecker auf dem Festakt zum Jahrestag noch einmal in seinem Element. Wenn der Gegner derzeit in einem noch nie gekannten Ausmaß seine Verleumdung gegen die Deutsche Demokratische Republik richtet, dann ist das kein Zufall. In 40 Jahren Deutsche Demokratische Republik summiert sich zugleich
die 40-jährige Niederlage des deutschen Imperialismus und Militarismus. Gorbatschow erkennt, dass die politische Entwicklung an Honecker vorbeigegangen ist. Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. А тот, кто воспринимает импульсы жизни, общества и трансформирует их в соответствующую политику, того трудности не должны пугать. Это нормально. Спасибо, до свидания. Die Opposition hat die Gedanken Gorbatschows schon längst für sich in Anspruch genommen. In der Ostberliner Erlöserkirche trifft sie sich an diesem Abend. Die ZDF-Heute-Sendung berichtet. Zum ersten Mal haben sich zahlreiche Oppositionsgruppen, darunter auch das Neue Forum, auf Grundlagen einer Zusammenarbeit geeinigt. Etwa 2500 Menschen verabschiedeten eine gemeinsame Erklärung. Darin werden Wahlen unter der Aufsicht der Vereinten Nationen gefordert. Außerdem soll geprüft werden, ob ein gemeinsames Wahlbündnis der Opposition mit eigenen Kandidaten erreicht werden kann. In dem Papier rufen die Gruppen alle Menschen in der DDR auf, an einer gewaltlosen, demokratischen Erneuerung mitzuwirken. Zur gleichen Zeit eine ganz andere Veranstaltung. Der Fackelzug zum Geburtstag. Es wird der letzte sein.